Hallo Leute, heute zeige ich euch mein erstes aufgebracht Video. Und zwar habe ich zwei meiner leeren Pinkboxen gefüllt mit Produkten. Einfach seit 1. August oder so habe ich einfach mal angefangen, alle Produkte, die ich aufgebraucht habe, zu sammeln oder die ich halt mit ausprobiert habe mit meiner Mutter. Und ja, sie hat halt ihre Produkte immer weggetan und alles, was ich benutzt habe, habe ich eigentlich immer an diese Schachteln reingetan. Und deswegen werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich fange mal an mit dieser etwas leeren Box. Und zwar als allererstes habe ich zwei solche Duschgels. Und zwar Shower Gel Creme 21 mit Jasmin und Vanille. Smooth and Caring, also Zartpflegen mit Kaschmir-Extrakten. So sehen die Flaschen aus. Ich liebe den Geruch und auch einer meiner Lieblingsshampoos. Also ich habe wirklich mit meiner Mama jetzt schon so 5 oder 6 Stück gekauft. Sorry. Und ja, also ich würde sie euch definitiv empfehlen. Dann als nächstes habe ich von John Frieda Sheer Blonde Highlighting Activating Hydration Shampoo. Ist für blondes Haar und das hatte ich benutzt, damit meine blonden Strähnen mehr rauskommen. Und deswegen kann ich euch das empfehlen. Wenn ihr blondhaarig seid, wenn nicht, dann nicht. Ja. Auch wenn ihr blonde Strähnen drin habt, die bringen euch einfach viel mehr so rauskommen, sage ich mal, sind sie dann. Und deswegen würde ich euch das definitiv empfehlen. Aber das Einzige, was ist, dass es so teuer ist. Ich glaube, es hat 10 oder 15 Euro gekostet. Also es ist wirklich sehr teuer. Aber sonst solltet ihr euch das holen, wenn ihr blond seid. Dann als nächstes habe ich von Elvital so eine Anti-Haarbruch-Tiefen-Repair-Kur zum Ausspülen. Ich muss sagen, wirklich sehr, 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 sehr gutes Produkt, wenn ihr kaputte Haare habt und sie wieder gesund machen wollt. Also ich benutze jetzt die Serie seit knapp 3 Monaten und mein Haar sieht wieder gesund aus, dadurch, dass ich das ja eigentlich so gut wie täglich glätte oder auch strapaziere, sage ich mal, mit dauernd Haare hoch. Ich laufe jetzt zu Hause immer mit so einem anderen Mann rum und deswegen, also es hat es wirklich wieder gesund gemacht und deswegen würde ich euch empfehlen, nur Produkte dieser Serie zu kaufen. Also nicht gerade das Shampoo, aber die Kur und die Spülung. Die habe ich hier auch nochmal. Also hier seht ihr auch nochmal die Spülung, aber zu der kommen wir später. Würde ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr nicht gesundes Haar habt. Bringt definitiv euch, die kauft ihr euch dann 2-3 Mal und dann ist wirklich alles wieder in Ordnung und euer Haar sieht wieder gepflegt aus. Und deswegen empfehle ich euch die definitiv. Die kosten, glaube ich, auch nur 2 Euro. Und deswegen, ja, nimmt das dann einfach. Und dann das nächste Produkt ist von Syoss Professional Performance Oleo Intense Thermocare. Habe ich das erste Mal ausprobiert, gebe ich offen zu, bei meinem Freund, wo ich geduscht habe. Ist Tiefenpflege Ölshampoo für sehr trockenes und strohiges Haar. Ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Also definitiv würde ich euch das empfehlen, wenn ihr das wirklich wollt. Wenn ihr wirklich wieder schönes Haar haben wollt und was wirklich glänzt, empfehle ich das euch. Und ja, auch ich weiß zwar gar nicht, wie viel es kostet, aber auch wenn es ein bisschen teurer ist, ich würde es euch definitiv empfehlen, weil es euch einfach so hilft. Und ich benutze es jetzt wirklich seit knapp einem Jahr, sage ich jetzt mal, weil ich auch knapp seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen bin. Und deswegen würde ich mal sagen, definitiv anschaffen. Also erst recht mit in den beiden Kombinationen hat es mein Haar wirklich so gut gemacht und deswegen, ja, kauft es euch. Dann ist auch schon die erste Schachtel leer. Überall sind diese Produkte ausgelaufen, yummy. Egal. Dann kommen wir jetzt zu der Kiste. Als allererstes fange ich mal mit diesem Beauty Cleaner zur Reinigung und Desinfektion von Kosmetikpinseln an. Ich muss leider sagen, dieses Produkt ist so, es ist von der Marke Balenciaga und ich habe mir, nachdem das ja fast leer war, die Seife davon gekauft und da merkt man den Unterschied. Davor hast du halt immer nur so gesprüht, also so gesprüht und das riecht nach Krankenhaus. Kennt ihr das, wenn das Krankenhaus so nach Desinfektionsmittel riecht und so riecht das und dann riechen eure Pinsel die ganze Zeit so. Und ich muss zugeben, ich habe dann nochmal die Pinsel mit der Seife sauber gemacht und dann sind da 1000 verschiedene Farben rausgegangen, weil die Pinsel nicht sauber waren. Sie waren oberflächlich sauber, aber innen drin waren sie dreckig wie die Sau. Ja, gebe ich offen zu. Deswegen sind es die 10 Euro nicht wert. Ich habe zu viel geredet, ich muss schon einen Schluck trinken. Sorry.
Nun kommen wir zur L'Oréal Anti-Haarbruch-Pflegende Aufbaukur. Einer meiner Lieblingsprodukte, also würde ich echt euch empfehlen zu kaufen. Mit der Haarkur. Pflege ist genau das gleiche, wie ich hier gesagt habe. Kein Unterschied, aber definitiv kauft es euch. Wenn ihr wirklich kaputtes Haar haben wollt, habt und dann wirklich wieder glänzend haben wollt, definitiv. Dann habe ich noch von L'Oréal Anti-Haarbruch Wunderaufbaukur sofort Stärkung gekauft. Ist auch von L'Oréal Paris, also ihr seht, ist aber aus einer anderen Serie. Wenn man das jetzt so gegenseitig riecht, finde ich persönlich, riecht die hier viel besser. Finde ich persönlich. Also die riecht so mehr neutral und die riecht so mehr bärig. Also, naja. Also beide Produkte bringen eigentlich das gleiche hervor, aber ich finde noch einen Tick besser dieses Produkt, gebe ich zu. Dann als nächstes nehme ich mal von, was ich bei der Pinkbox bekommen habe, das Clairezy Daily Care Refreshing Waschgel. Muss ich sagen, naja, top ist Geruch, Aussehen, alles perfekt, aber Flop ist, da steht, dass es gegen Pickel hilft und es hat bei mir gar nicht geholfen. Also ich hatte immer noch meine Pickel, also es ist gar nicht weggegangen und deswegen finde ich das schade. Also probiert es aus, vielleicht hilft es bei euch, könnt ihr auch unten drunter kommentieren, was bei euch geholfen hat. Bei mir jetzt nicht gekauft und deswegen leider einen Daumen hoch runter. Aber naja. Dann als nächstes habe ich von Nivea Moisturizing Body Lotion Almond Oil Dry and Very Dry Skin 24 Stunden Body Lotion. Und die ist aus Ägypten, wie ihr hier seht. Also ich habe jetzt fast ein halbes Jahr gebraucht, um diese kleine Schuhe aufzubrauchen. Ja. riecht so toll. Und ist richtig, wenn ihr in der Sonne liegt und danach euch eincremt, ist sie wirklich pflegend. Also mein Freund hat mit der sogar den Sonnenbrand weggekriegt in Ägypten. Man macht ja immer so kaltes Tuch und ganz viel Creme drauf, das zieht dann die Wärme raus. Und die haben wir zusammen benutzt und definitiv empfehle ich das. Also, wenn ihr das in eurem Land habt, dann kauft euch das einfach. Oder wenn ihr das irgendwo seht, weil ich kann es euch echt empfehlen, das zu kaufen. Und ich finde es schade, dass ich keine zweite mitgenommen habe. Sonst wäre ich jetzt noch glücklich. Aber ich habe natürlich eine andere Nivea gefunden und mit der bin ich auch ein bisschen zufrieden und ja. Zeige ich euch auch, wenn sie leer ist. Aber naja, wenn ihr die findet, kauft sie euch definitiv. Dann kommen wir nochmal zu anderen Pinkbox-Produkten. Und zwar einmal von Dove das Shampoo und einmal das Dove 1 Minuten Kurspülung. Beides Produkte, wo ich schon mal davor gehört habe, in der Werbung, im Fernsehen. Aber sehr schöne Produkte, tolles, alles perfekt. Aber sie sind zu klein gewesen. Also sie haben gereicht für 4-5 Mal benutzen, aber dann waren sie auch schon leer. Und ich kaufe sie mir vielleicht nochmal nach, aber sie sind halt auch für strapaziertes Haar und haben halt auch beigetragen, dass meine Haare wieder gesund werden. Was ich natürlich auch finde. Also ihr seht, ich habe eigentlich nur Produkte genommen, die mein Haar wieder gesund machen, weil ich hatte es so kaputt durch das ganze Färben und alles. Und ja, deswegen, jetzt bin ich froh, dass sie endlich wieder gesund sind. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dann als nächstes haben wir nochmals von der Pinkbox und zwar die Pantene Pro-V 1 Minuten Wonder Ampulle. Und zwar, also ich kann mich noch ganz genau an die Verpackung erinnern, es war, dass 6 Wochen Schäden nach einer Kur weg sind. Kann ich sagen, hat funktioniert. Ja. Also meine Haare haben sich sofort nachdem ich es ausgewaschen habe, so viel weicher gefühlt. Und wenn das Produkt nicht so teuer wäre, dieses kleine, würde ich es mir definitiv nochmal kaufen. Aber ich weiß, dass sie irgendwie bei der Pinkbox 8 Euro gekostet hat oder so. Und war auch das teuerste Produkt damals, glaube ich. Finde ich sehr schade, weil es ist wirklich klein, ihr seht es. Es ist so, wirklich sehr, sehr klein. Aber vielleicht kaufe ich mir das nochmal, wenn meine Haare ein bisschen mehr kaputt sind. Dann als nächstes habe ich von Schauma Superfrucht nährpflegende Cremespülung. Und zwar mit Cranberry und Alkabären-Extrakten. So sieht es aus. Und ich liebe den Geruch. Es riecht so gut. Ich kaufe mir das definitiv nochmal. Ich finde es schade, meine Mom wollte unbedingt, dass ich andere Produkte noch ausprobiere. Aber definitiv werde ich mir das nochmal holen und nochmal ausprobieren, weil ich liebe es. Es hat so gut gerochen und meine Haare, jeder immer so, ah, oh, Alex, wie
warum riechen deine Haare so gut? Welche Produkte benutze dann? Ich immer so unterschiedlich. Also ich weiß nicht, welche Produkte. Also immer wenn dann eins leer ist, nehme ich wieder ein anderes. Und ja, definitiv empfehle ich euch das, wenn ihr gut riechende Haare haben wollt. Oh Gott, da läuft gerade eine Frau entlang und die macht so. Die ist gerade 5 Meter so gelaufen. Okay, dann als nächstes. Habe ich einen Nagellack und zwar von P2 Color Victim Nail Polish in der Farbe 110 Attraction. Ich kann sagen, top Produkt. Super Farbe, super Halt, super sogar Scheineffekt. Also ihr habt keinen durchsichtigen Nagellack mehr drüber gebraucht, weil es hat so schön ausgesehen. Schade, dass dieses Produkt leer ist, aber mein erster Nagellack, den ich auch gebraucht habe, ich bin stolz. War definitiv eine meiner Lieblingsnagellacke und deswegen ist es schade, aber kann ich nur empfehlen, die Farbe, wer pink liebt. Nun kommen wir zu ein paar Tütenprodukten. Als allererstes nehmen wir mal sowas, was ich von Nivea bekommen habe. Und zwar einmal ein Waschgel und einmal eine Gesichtscreme. Zu dem Waschgel. Riecht nach Nivea-Creme, weiß ich noch. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Dann hat nichts gebracht, hat mein Gesicht immer noch fühlen lassen, als hätte ich es nicht sauber gemacht. Weil normalerweise, also wenn man sich halt das Gesicht wäscht, dann spürt man auch eine gewisse Frische im Gesicht. Hat man bei dem nicht gespürt. Finde ich sehr schade, aber nicht schlecht zum Ausprobieren. Dann zu der Feuchtigkeitscreme. Typisch Nivea mit dem Nivea-Geruch. Finde ich trotzdem ein super Produkt. Würde ich mir vielleicht auch mal anschaffen, wenn ich mal all meine Gesichtscremes fertig habe. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7. Deswegen muss ich die jetzt alle mal aufbrauchen. Meine Mama ist schon so, Alex, du hast zu viel Make-up, du hast zu viel Nagellack, jetzt brauchen wir alles auf. Und deswegen brauche ich jetzt alles auf und ja. Deswegen wird es auch immer mehr geben, weil ich versuche, alles schnellstmöglich aufzubrauchen. Und ja, also will ich mir wahrscheinlich nochmal holen, wenn ich keine Gesichtscreme mehr habe. Deswegen werde ich mir auch aufschreiben den Namen und dann irgendwann mal holen, wenn ich keine mehr habe. Dann kommen wir mal zu einem Badezusatz und zwar von TCZEP Happy Feeling mit Pfirsich und Vanille. Duft ist top, Badezusatz ist top. Farbe ist top, ist halt orange und definitiv mein Lieblingsprodukt für im letzten Jahr, Winter, Sommer. Immer wenn ich bade, nehme ich echt das Happy Feeling oder ein anderes, aber top, top, definitiv top. Ist Dauer Must Have. Dann als nächstes, wisst ihr, meine Lieblingsmasken, ihr seht die meistens in meinem Haul, wie ich sie kaufe und zwar von Garnier Hautklar Anti-Pickel-Masken. Immer noch bestes Produkt auf dem Markt. Mit Pickelmasken definitiv kann ich sie empfehlen und machen eure Pickel wirklich nach 3 Minuten auf. Also 3 Minuten müsst ihr das einwirken lassen, dann wascht ihr das wieder ab und dann tut ihr ein Serum oder eine Gesichtscreme drauf und am nächsten Tag keine Pickel. Kann ich euch garantieren. Also bei mir sind gar keine. Also probiert das mal aus oder vielleicht habt ihr auch eine Maske, die ich ausprobieren sollte. Dann kommentiert sie einfach drunter und ich probiere sie aus. Ja, also die kaufe ich mir definitiv nochmal. Okay, ich habe schon ein paar, aber will ich mir immer noch kaufen. Dann kommen wir zu einem Pinkbox-Produkt und zwar Totes Meer-Maske. Finde ich persönlich ein Naja-Produkt. Ist ja mit Algen und gegen Pickel und Mitesser. Ich sag mal, was top ist. Top ist das Aussehen, das Einwirken und danach. Flop ist leider, dass die Maske brennt. Also bei mir hat sie wirklich 5 Minuten lang gebrennt. Also ich stand die ganze Zeit so, das brennt. Und finde ich sehr schade, aber sonst ist wirklich das Produkt okay. Und dann als nächstes habe ich noch von L'Oréal Paris Hair Expertise Average Shampoo. So sieht das aus. Ups, da kam noch was raus. Genau, dieses Produkt hat so gut gerochen. Es war so ein schönes Shampoo. Ist mit... Gott, was steht da drauf? Ich kann es gar nicht lesen. Ätherischen Ölen und... Kamille und... Aprikosen.
die ich definitiv gut war, ein tolles Produkt. Werde ich mir auch nochmal aufschreiben, um das neu zu kaufen. Und ihr seht, es wird dunkel. Denn es ist mittlerweile schon 7:30. Deswegen, ja. Jetzt muss ich leider sagen, sind meine Boxen leer. Das waren auch schon meine Produkte. Zu den Pinkbox-Produkten habe ich zu jedem Video auch schon eingetragen. Also wurde ich überallerweise. Dann schaut euch nochmal die Pinkbox-Videos an. In der Beschreibung steht ihr Produktname und dann steht Doppelpunkt. Und dann, was ich über das Produkt finde. Und ich habe ja auch einen Blog. Und da werdet ihr das auch finden. Halt die neuen Pinkboxes, da werde ich dann auch immer ändern, was ich so finde von den Produkten. Und deswegen, ja. Das war es jetzt erstmal. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns dann am Sonntag. Und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und Daumen hoch, wenn ihr noch mehr aufgebraucht Videos sehen wollt. Also, tschüss.